Mein Name ist Desiree Dietlin, ich komme aus Basel-Land, aus Aesch in der Schweiz. Und meine Muttersprache ist Schweizerdeutsch, wie ihr gehört, Baseldeutsch. Ein paar sagen, es ist schon mehr Baseldeutsch als Basel-Länderlich. Und ich bin momentan jetzt gerade in Montevideo und habe hier sehr viel Spanisch geschwätzt und bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt gewesen, wenn ich hier so Schweizerdeutsch wieder schwätze. Und ich denke, für mich war es immer sehr wichtig, Sprache an sich und die Leute zu verstehen. Und ich habe auch wieder hier gemerkt, 6 Monate bin ich jetzt hier gewesen, dass es so wichtig ist, dass man die Leute versteht, dass man miteinander schwätzen kann und dass man sich auch öffnet gegenüber anderen Leuten, indem man mit ihnen eben ihre Sprache auch schwätzt und sich auch interessiert für die. Und es ist sehr schön, dass man da die verschiedenen Sprachen dann auch hören kann mal und dass es so eine Zusammensetzung hat. Und für mich ist das, also sind Sprachen etwas am Wichtigsten, also ein wichtiges Gut, das ich mitnehmen kann und das mich auch sehr prägt hat und wird immer prägen, glaube ich. Und ich bin froh, dass das so ist. Und ich bin aber trotzdem sehr stolz auf Schweizerdeutsch. Ich denke, Schweizerdeutsch ist ein sehr eigenes Dialekt. Viele meinen, es ist ein eigener Spruch. Es ist an sich, es ist kein offizieller Spruch. Es ist eigentlich nur ein Dialekt vom Hochdeutsch, aber trotzdem sehr anders. Und es ist schön, dass wir es tut uns ein bisschen vereinen, die Schweizer, glaube ich. Weil sonst würden uns alle vielleicht als Deutsche auch sehen oder als Österreicher. Und wir haben doch unsere Eigenheiten. Auch unter den schweizerdeutschen Dialekten sind sehr verschiedene. Und ich glaube, man fühlt sich auch daheim, wenn man das Schweizerdeutsch wieder hört. Ja, das ist eigentlich alles. Und ein Gruß an alle, die das sehen. Ja, tschüss.